Es geht von Flensburg über St. Michael nach Lüneburg und wieder zurück. Der sogenannte Dreiecks- oder Navigationsflug, großer, wir schieben da meistens so zwei, drei kleinere Übungen vorne weg. Da ist der Schüler ja eigentlich schon fast in der Endphase der Ausbildung. Oder man möchte fast sagen, er wird eigentlich fast kaum noch ausgebildet, sondern er trainiert eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon bekanntes Wissen und bekannte Fertigkeiten. Flensburg Info, Delta Eco, Charlie, Oscar November. Lauber klar, Oscar November. Piste ist 29, das QNH 1013. QNH 1013, Rolle 5, Startup. Verstanden. Das war also eine sehr schöne Sache, weil auch die Wetterungsverhältnisse recht unterschiedlich waren. Es war mal ein bisschen Regen, war mal ein bisschen Sonnenschein. Man musste auch mal im Regenschauer ausweichen. Das sind dann drei Flüge an einem Tag mit den entsprechenden Pausen zwischendrin auf den jeweiligen Plätzen. Dementsprechend Briefing, die Berechnungen und die ganzen Sachen wurden vorher schon gemacht. Wenn gravierende Änderungen durch Wetter, anderer Wind oder sind, muss natürlich eine entsprechende Nachberechnung gemacht werden. Und wenn aus Wettergründen Abweichungen davon stattfinden, dann ist das nicht schlimm. So ist das wahre Leben. Dann muss halt entsprechend gehandelt werden. Und das wird nachher auch im Briefing so gehandhabt und besprochen, was war gut, was war schlecht, was müsste anders gemacht werden. Ja, und das war's. Und das Ganze dauert dann ohne weiteres 6 bis 7 Stunden vom Anfang bis zum Ende. Lüneburg Info, Delta Eco, Charlie Oscar November. Oscar November, Lüneburg gehört. Delta Oscar November, 8 Meilen westlich in 2000 Fuß, erblickte Landeinformation. Lüneburg hat die Landerichtung 2,5. Delta Oscar November, die Piste 2,5 ist in Lüneburg aktiv.